Film ist Superman schneller als The Flash. Ist es allerdings in GTA 5 auch so? Wir starten jetzt, Leute, mit Flash und starten von hier bis zu der Brücke. Und deswegen würde ich sagen, wir stoppen die Zeit in 3, 2, 1 und let's go. Okay, The Flash läuft, Leute. Und wir finden heraus, ob The Flash schneller ist als Superman. Und wir sind gleich bei der Brücke. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Sekunden wir sind. Da ist die Brücke, Leute. Und Ziel. Okay, wie viele Sekunden waren das? Sieht gut aus. Und da sind wir mit Superman und wir starten den Timer in 3, 2, 1 und let's go. Okay, Freunde, wir bauen auf jeden Fall gut Tempo auf. Oh mein Gott, sind wir schnell. Oh, komm, nein, nicht abbremsen. Oh, waren wir schneller als der Flash? Ich glaube schon. Falls ja, Leute, dann ist der erste Mythos auf jeden Fall wahr. Und ja, das war auf jeden Fall einer von 20 Filmmythen, die wir in GTA 5 heute prüfen. Die letzte Folge ist richtig bei euch abgegangen. Also Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da, damit ihr den nächsten Teil haben könnt. Und abonniert gerne den Kanal. In den Filmen können Autos über andere Rampenautos springen. Wir haben dort hinten auf jeden Fall, Leute, den Ramp Buggy aufgestellt und verschiedenste Fahrzeuge. Und wir probieren da alles drüber zu springen und wir gucken, ob es möglich ist, Leute, dass wir den Ramp Buggy als Rampe nutzen und let's go! Es hat einmal funktioniert. Okay, der Mythos ist auch wahr. In den Star Wars Filmen gibt es oft den sogenannten Lichtschwertwurf. Kann man das allerdings auch in GTA 5 machen? Ich würde sagen, Leute, wir haben ein Laserschwert in der Hand und wir müssen das Ganze aktivieren. Also lasst jetzt gerne ein Like da und wir starten das Laserschwert. 3, 2, 1 und let's go! Jetzt müssen wir gucken, ob wir daraus einen Lichtschwertwurf machen können und da hinten ist auf jeden Fall ein Polizist und deswegen ich drücke mal die Taste. Ich weiß gar nicht, welche war das nochmal. War das E oder G oder... Oh mein Gott. Wir können einfach einen Laserschwertwurf machen. Alter, das ist voll krass. Und ich glaube, oha, Alter, wir können sogar den Jedi-Sprung machen. Das ist echt cool. Also, Leute, der Mythos ist definitiv wahr. Aber warte mal, ich probiere mal kurz etwas, Leute. Wie weit können wir das Teil eigentlich werfen? Meint ihr, das funktioniert bis dort ganz hinten? Wir gucken mal. Okay, wir haben ein Auto damit gesprengt. Ich versuche mal, jemanden zu treffen aus der Distanz. Okay, hör auf das... Ja, die Person da hinten. Wir haben die Person da hinten sogar getroffen. Können wir das aus der Luft auch machen? Oh mein Gott, Alter. Oh, Hilfe, das Laserschwert verfolgt mich. Oh mein Gott, Laserschwert verfolgt mich. Okay, Leute, ist möglich. Mythos, wie gesagt, war. In den Filmen ist es möglich, Leute unter Wasser zu erledigen und abzuschießen. Wir haben auf jeden Fall dort unten eine Person liegen und wir sehen, Leute, da ist auf jeden Fall eine und deswegen versuchen wir das erstmal von Land aus. Also, damit ihr alle seht, Leute, ja, da unten ist auf jeden Fall eine Person und ja, keine Ahnung, wie sie unter Wasser atmen kann. Aber ja, fürs Experiment ist sie erstmal hier und wir können sie schon mal anvisieren und jetzt gucken wir, ob auch Kugeln unter Wasser funktionieren. Es funktioniert einfach. Oh, wo ist sie jetzt hin verschwunden? Aber ja, eins kann ich euch sagen, der Mythos ist wahr. Wie ist es allerdings, wenn man auch unter Wasser schießt, wie in den Filmen? Ist das Ganze möglich? Deswegen, Leute, wir ducken uns und gehen mal in der komplett geduckten Position und gehen mal in den First-Person-Modus. Und ihr seht, ich bin unter Wasser. Jetzt gucken wir, ob wir das Ganze auch unter Wasser abschießen können. Und, yo, ihr seht, treffe ich die Wand? Ich treffe einfach die Wand. Leute, es ist einfach möglich, auch unter Wasser zu schießen. Ich wusste es persönlich nicht. Wusstet ihr es? Aber ja, es ist auf jeden Fall möglich. Der Hollywood-Mythos ist zumindest in GTA 5 auch wahr. In dem Film Casino Royale wurde James Bond mit einem Drink vergiftet und fällt in Ohnmacht. Können wir das Ganze auch machen? Franklin hat sich jetzt in seinen Kaffee etwas reingemischt und wir gucken, ob etwas mit ihm passieren wird. Oh mein Gott. Leute, yo, was ist mit der Kamera gerade los? Ich glaube, Franklin, dir geht's gar nicht gut, oder? Franklin, alles mit dir in Ordnung? Oh mein Gott, wir sind tatsächlich in Ohnmacht gefallen. Okay, also ich kann es euch sagen, man kann auch in GTA 50 vergiften. Das bedeutet, der Mythos ist also auch wahr. Franklin, du kannst jetzt wieder aufstehen. Leute, lasst jetzt ein Abo da, damit Franklin wieder von den Toten aufersteht. Also smash den Abo-Button. 3, 2, 1 und Franklin, du lebst wieder. Nice. In den ganzen Cartoons rutscht man auch immer auf Bananen aus. Leute, wir haben auf jeden Fall eine Banane jetzt in der Hand und ich versuche die mal irgendwie runterzuwerfen oder so, aber irgendwie, wait, okay, die Dame hat auf jeden Fall diese Banane in der Hand. Wir probieren sie jetzt einmal damit abzuschießen. So, okay. Und jetzt, Leute, treten wir mal auf diese Banane und mal gucken, ob was passiert. Und... Warte, da ist die Banane. Und... Wow! Okay, wir sind tatsächlich auf der Banane ausgerutscht. Alles klar, dann heißt es, Franklin, okay, du kannst wieder aufstehen. Das heißt, der Mythos ist einfach wahr. Also es ist auch ebenfalls wie in Mario Kart so. Jeder rutscht auf Bananen aus. Habt ihr das mal ausprobiert? Probiert es nicht zu Hause aus. Ich
weiß es nämlich selber nicht. In dem Film Mary Poppins schafft sie es, mit einem Regenschirm zu fliegen. Ist dieser Mythos allerdings auch in GTA 5 wahr? Deswegen haben wir Franklin einfach mal mit einem Regenschirm ausgerüstet. Und ich muss sagen, das sieht einfach übelst witzig aus. Er hat ihn sich einfach auf seinen Rücken getan. Und mal gucken, Leute, ob der Regenschirm uns entweder abfliegt oder ob es wirklich wahr ist, dass wir mit diesem Regenschirm das Ganze überstehen. Also Franklin, wir springen. Ist der Mythos wahr? Und Franklin, na los! Ah! Okay, der Regenschirm hat uns überhaupt nichts gebracht. Damit kann ich sagen, Leute, nee, der Mythos ist falsch. In dem Film Zombieland wird einem beigebracht, dass man Zombies nur mit einem Double-Tap zu 100% erledigen kann. Also Leute, wir sind jetzt hier in GTA 5 und alle Leute sind zu Zombies geworden. Und wir werden jetzt mal herausfinden, wie oft müssen wir draufschießen. Müssen wir wirklich einen Double-Tap machen? Moment, das ist die Banane, die darf ich gar nicht benutzen. So, okay, der ist kein Zombie. Wo sind denn die ganzen Zombies? Okay, da ist ein Zombie. So, also wir schießen einmal in die Schulter. Okay, das eine hat nicht geklappt. Und jetzt noch einmal. Okay, beim zweiten Mal hat es auf jeden Fall geklappt. Okay, Leute, so zack, 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 zack. Was, zack? Okay, das hat nur beim dritten Mal geklappt. Aber gut, ich glaube, Leute, dass das mit dem Double Tap auf jeden Fall eine gute Weisheit ist. Man sollte immer auf Nummer sicher gehen. Und deswegen, Bro, was machst du da mit dem Baseballschläger? Willst du da gegen einen Zombie kämpfen? Er kämpft mit dem Zombie. Oh mein Gott. Er legt sich wirklich mit... Und ja, das, Bruder, das hast du davon, wenn du dich mit einem Baseballschläger mit Zombies anlegst. Weisheit Nummer 2, benutzt keine Baseballschläger beim Zombie erledigen. Und ja, benutzt immer Double Tap. Das habe ich von Zombieland gelernt. Der Mythos ist also wahr. Ist es möglich, überhaupt Michael Myers entkommen zu können? Das probieren wir auch, Leute. Michael Myers ist auf jeden Fall direkt hinter uns. Und nein, 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 ich kann gerade nicht ans Telefon reingehen. Michael Myers verfolgt mich gerade. Ich versuche mal irgendwie, mich vor ihm zu verstecken. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. So, hinter dem Baum. Vielleicht hinter dem Baum. So, weiß nicht. Michael, kommt er hierher? Oh mein Gott, er ist direkt da auf dem Weg. Oh mein Gott, Leute. Okay. Vielleicht, Leute, kommt er nicht über das Wasser. Ich weiß nicht, Leute. Wir müssen mal schauen, ob Michael Myers sich traut, über das Wasser zu kommen. Wo ist er jetzt eigentlich verschwunden? Michael? Wo ist Michael Myers? Ey, der wartet da hinten. Seht ihr das? Ich glaube, der hat irgendwie keinen Bock, über das Wasser zu gehen. Also Leute, ich glaube, der Mythos ist halt wahr. Man kann Michael Myers entkommen, indem man ihn einfach nur weit genug weggeht. Und ja, ich sag euch eins, geht über Wasser. Aus irgendeinem Grund mag Michael Myers kein Wasser. Also der Mythos ist einfach wahr. Man kann ihm entkommen. In der Serie Squid Game ist es fast unmöglich, alleine die Glasbrücke zu überqueren. Wir alle kennen dieses Spiel, Leute, von Squid Game. Und zwar links und rechts. Man muss sich entscheiden, auf welches der beiden Platten man rübergehen soll. Eine soll zerbrechlich sein, die andere ist völlig stabil und wir müssen es schaffen, bis ganz nach hinten zu gehen. Ich würde sagen, Leute, wir probieren das Ganze mal. Franklin und okay, das erste ist schon mal relativ safe, muss ich sagen. Ich glaube, Leute, was machen wir jetzt als nächstes? Wir springen hier rüber. Oh, yo, oh mein Gott, Franklin, Vorsicht, Vorsicht, nein, fall bitte nicht runter. Nein, Franklin, fall nicht runter. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob wir runterfallen, Leute. Hilfe, Franklin, na los, Hilfe. Oh mein Gott, ich stecke hier gerade fest. Wait, Moment mal kurz. Leute, ist das ein Trick? Okay, wir sind drauf. Okay, dann probieren wir es mal. Wow, mein Gott. Nein, 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 nein. Okay, Leute, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wow, what the? Oh, mein Gott. No way. Oh, yo. Oh, was? Wir haben es einfach irgendwie geschafft. Okay, es ist möglich, Leute. Aber man muss auf jeden Fall einen Trick machen. Und das heißt, eigentlich verstößt man die Regeln. Aber ey, egal, Leute. Wir haben es geschafft. Das würde ich sagen, ey, wir haben den Mythos geschafft. Mythos ist wahr. Auch wenn es mathematisch eigentlich völlig unmöglich ist. In Harry Potter ist es möglich, Zaubersprüche mit dem Zauberstab auszuführen. Jetzt gucken wir mal. Wir haben natürlich unseren eigenen Zauberstab, auch in GTA 5. Und an welcher Person können wir das Ganze mal austesten, Leute? Wir werden natürlich den Zauberspruch Expelliarmus probieren. Und da ist auf jeden Fall eine Person. Hallöchen. Kann ich mal kurz einen kleinen Trick an ihn anwenden? Ich habe das Ganze irgendwo im Fanshop von Harry Potter gekauft. Wollen Sie mir kurz assistieren? Alles klar. Expelliarmus! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es klappt einfach. Oha, da kommt sogar Feuer raus. Ist das nicht irgendwie ein anderer dunkler Magie-Zauberspruch? Expelliarmus! 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 Yo, wir können einfach wirklich Zauberei machen, Leute, in GTA 5. Oh mein Gott, das ist einfach so cool. Und Leute, ich glaube, ich habe noch einen anderen Zauberspruch gemacht. Alle Menschen sind verschwunden. Das ist auch ein cooler Zaubertrick. Jo, der Mythos ist einfach wahr. Nice. In dem Film Titanic ist nur Platz für eine Person auf dem Holzbrett. Wir werden mal testen, ob es möglich ist, mehr als eine Person auf dieses Holzbrett zu packen. Also Franklin, so, klettern wir mal drauf. Okay, also für eine Person ist schon mal Platz. Ist es allerdings bei zwei Personen möglich? Das ist die große Frage. Hätte Leonardo DiCaprio das Ganze überleben können? Jo, wir haben eine zweite Person auf das Holzbrett gepackt und es funktioniert einfach. Das Holzbrett, also die Tür, geht einfach nicht runter.
Okay, Moment mal kurz. Könnten auch drei Personen hier drauf passen? Warte, wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute? Oh mein Gott. Leute, stellt euch vor, der Film Titanic würde so ausgehen, dass 7 Leute auf dieses Brett gepasst hätten. Dann wäre das eigentlich schon Happy End gewesen. Aber ja, es ist möglich, dass wir auf das Brett können. Aber da der Mythos sagt, dass es nur möglich ist, eine Person aufs Brett zu packen, muss ich sagen, dieser Mythos ist leider falsch. Ist das der erste Mythos, der by the way falsch ist? Ich weiß es nicht. Indiana Jones hat es in den Filmen geschafft, schneller als der riesige rollende Felsen zu sein. Natürlich werden wir hier keinen riesigen Felsen in GTA 5 finden, aber was ich gefunden habe, ist dieser riesige große Ball. Und der ist eigentlich fast genauso groß wie in dem Film Indiana Jones und er rollt ebenfalls. Wir müssen ihn nur zum Rollen bringen und deswegen klettern wir auf das Dach und werden dann Folgendes machen. Wir schießen diesen Ball ab, der wird den Berg runterrollen und wir versuchen einfach diesen Ball hinterher zu laufen oder am besten schneller als er zu sein. Also, dann treten wir diesen Ball mal und jetzt ist er freigesetzt. Okay, Leute. So, jetzt, Leute, let's go. Franklin, komm schon, komm, oh, lauf, oh mein Gott, nein, nein, oh mein Gott, Leute, nein, der Ball ist viel zu schnell. Ey, ich habe keine Chance, einfach schneller als dieser Ball zu sein, vor allem kann ich nicht so schnell laufen. Oh, warte, vielleicht bietet sich jetzt uns eine Chance an, Franklin, komm, steh auf, steh auf, steh auf. Oh mein Gott, er hört einfach nicht auf rumzurollen. Alles klar, Franklin, alles klar, Franklin, du wärst jetzt eigentlich schon längst tot, aber ja, das heißt, ja, Franklin, entweder bist du zu langsam, aber es ist nicht möglich. Und es kann nur Indiana Jones. Der Typ ist einfach krass. Wenn man von einem Zombie gebissen wird, verwandelt man sich selbst zu einem Zombie. Diesen Mythos kennt wahrscheinlich jeder von euch. Und zwar aus gefühlt jedem anderen Zombie-Film. Man sollte sich auf keinen Fall von einem Zombie beißen lassen. Jetzt muss ich mal nach einem Zombie suchen. Hallo? Ist hier irgendwo ein Zombie? Oh ja, da hinten sind ein paar Zombies. Die essen gerade ein paar andere Leute auf. Also ganz entspannt. Yo, lasst mir nochmal was übrig. Hallo? Hallo? Stopp, stopp, stopp. Okay. Alter, Junge, der gönnt sich gerade richtig, der hat gerade zwei Leute auf einmal aufgesnackt. Hey, hallo, ich bin hier. Ey, Bruder, mach mal bei mir. Ich will auch. Bro, was machen die da? Beißt ihr euch gerade gegenseitig? Oh, da ist ein Zombie. Hallo, Zombie, beißt mich. Okay, ich werde gerade gebissen, Leute. Und jetzt die Frage, verwandle ich mich in einen Zombie? Yo, ich glaube, Franklin hat sich wirklich auch in einen Zombie verwandelt. Moment mal kurz, ist das wirklich wahr? Kann ich jetzt auch andere Leute beißen? Ich guck das mal an, Leute. Aber ja, ich kann andere Leute beißen. Okay, ich bin ebenfalls zu einem Zombie geworden. Oh, ja, okay, Franklin, alles klar. Du gönnst dir gerade auch richtig. Ja, Mann, alles klar. Nice, nice, nice. Okay, ja, Mann, also, ja, wie ihr sehen könnt, wir sind auch zu einem Zombie geworden. Und das einfach instant. Der Mythos ist also wahr. Wenn man von einem Zombie gebissen wird, dann wird man zu einem Zombie. Passt auf, Leute. In diesem Film hat es ein Typ nicht geschafft, mit einem BMX über einen Pool zu springen. Wir machen uns diese Challenge nochmal schwerer, indem wir einfach ein Einrad nehmen und wir nehmen keinen Pool, sondern einen ganzen Teich. Wir versuchen, Leute, ein bisschen Geschwindigkeit aufzubauen. Also ich versuche mir hier kurz ein bisschen Tempo aufzubauen. Dann machen wir so eine kleine Drehung. Und dann, Leute, würde ich sagen, wir fahren über die Rampe. Und Leute, so, oh mein Gott, ich muss das Ganze nochmal richtig üben. Meint ihr, wir schaffen das? Schreibt es mal in die Kommentare. Werden wir diesen Mythos schaffen oder nicht? Und jetzt, Franklin, let's go. Come on, let's go. Oh, nein. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir haben es einfach auch nicht geschafft. Ich weiß, es ist vielleicht nicht ganz ein Pool, aber ja. Wir haben diesen Sprung mit einem BMX leider nicht geschafft, obwohl es fast genauso groß aussieht. Der Mythos ist falsch. Man könnte über einen kleinen Pool springen, aber nicht über den. In den Filmen machen die Leute immer übelst coole Stunts, indem sie über ein Auto, über eine Motorhaube rutschen. Funktioniert dieser Move allerdings auch in GTA 5. Das testen wir mal, Leute. Wir versuchen jetzt zu laufen und springen dann einfach ab und... Yo, okay, Alter, das ist krass. Franklin kann das einfach machen. Kann er das auch in jedem Auto machen? Okay, an dem Wagen ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, ob der zu nah an der Wand ist oder ob die Motorhaube zu kurz ist. Aber bei einer normal langen Motorhaube seht ihr, das funktioniert ganz ohne Probleme. Warum hat das gerade jetzt nicht geklappt? Ich glaube, wir müssen schnell genug sein. Aber yo, es funktioniert. Können wir das auch hinten machen? Nein, hinten klettern wir einfach drauf. Aber ich kann euch sagen, das ist ein ziemlich cooler Parkour-Move. Und den können wir machen. Und das bedeutet, Franklin, whee! Der Mythos ist wahr. Es ist möglich, wie in dem Film Forrest Gump, unendlich lange zu laufen. Das probieren wir mit Franklin jetzt ebenfalls aus. Und wir laufen und gucken mal, wie lange wir laufen. Und schauen, ob wir Schaden nehmen.
Okay, Leute, ich laufe wirklich am laufenden Band die ganze Zeit und ich nehme keinen Schaden, kein gar nichts. Also es sieht so aus, als würden wir tatsächlich unendlich laufen können in GTA 5, wenn die Ausdauer hoch genug ist. Aber ja, das bedeutet, der Mythos ist wahr. Wir können unendlich lange laufen. Wir können quasi auch Forrest Gump werden. Wenn Thanos seine Finger schnippt, wird die ganze Bevölkerung halbiert. Ist es ebenfalls in GTA 5 möglich? Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt als Thanos unterwegs. Wir haben den Infinity-Handschuh mit allen Infinity-Steinen und wir werden jetzt mit dem besagten Move machen. Das heißt, wir schnippen unseren gesamten Handschuh und aktivieren die Kraft von allen Infinity-Handschuhen und versuchen mal, die ganze Menschheit auszulöschen. Let's go! Funktioniert es? Okay, Leute, wir gucken mal, ob für irgendwas was passiert. Aber ich sehe, zerbröckelt ihr gerade in Staub oder ist irgendetwas passiert? Ich weiß nicht. Ich habe gerade keinen gesehen, der hier irgendwie verschwunden ist. Vielleicht sollten wir mal an einen Ort gehen, wo mehr Menschen sind. Wo sind denn hier mehr Menschen? Hallo? Okay, ich probiere das Ganze mal nochmal aus. Mal gucken, ob dieser... Leute... Was passiert mit der Dame? Oh mein Gott, sie zerfällt zu Staub. Sie ist einfach verschwunden. Okay, also das bedeutet, es ist definitiv möglich. Was mich allerdings interessiert, was passiert, wenn wir den Handschuh noch ein weiteres Mal aktivieren? Also verschwinden dann alle Menschen? Oder wie oft müssen wir das Ganze machen? Ich weiß nicht, ob der Taxifahrer... Oh mein Gott, der Taxifahrer ist gerade verschwunden. Mr. Taxifahrer. I don't feel so good. Und wenn wir das jetzt noch einmal machen, was passiert dann? Ich glaube, Leute, die ganzen Menschen, sie verschwinden alle. Sie verschwinden und zerfallen zu Staub. Oh, ich würde das gerne noch einmal probieren. Oh mein Gott, das ist so nice. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, es werden immer und immer weniger Menschen. Wait, wenn ich das nochmal mache. Also ich weiß nicht, wie oft man das machen muss, aber vielleicht mache ich den ganzen Handschuh gerade kaputt. Aber ich denke gerade, Leute, ich... Mein Spiel, Leute. Ich glaube, ich habe mein Spiel einfach ausgemacht. Nein! Yo, das Spiel ist halt wirklich gerade gecrashed. Ich kann nichts machen. Oh doch! Okay, wow. Leute, ich habe einfach ganz Los Santos, ich glaube nicht nur Los Santos, ich habe gerade die gesamte Bevölkerung überall ausgelöscht. Seid ihr noch da? Lasst ein Like da. Und der letzte Mythos, es ist möglich, wie in dem Film E.T. mit Fahrrädern zu fliegen. Also Leute, ich glaube, ich habe noch nie was Bescheuerteres gehört, aber ich meine, E.T. war ein cooler Film. Jetzt gucken wir mal, ob es möglich ist, Leute, dass wir tatsächlich mit dem Fahrrad einfach fliegen. Ich persönlich muss sagen, ich glaube nicht daran, deswegen. Und wir geben Gas, Leute, mit dem Fahrrad und mal gucken, ob etwas passiert. Und wow, oh mein Gott, what? Leute, was? No way. Oh mein Gott, wir können schweben. Nein, oh nein, oh nein, Franklin. Oh Gott, Leute, es hat nur so halb funktioniert. Also aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht. Also ja, der Mythos ist leider falsch. Aber ja, Leute, das waren auf jeden Fall 20 Filmmythen in GTA 5. Falls ihr noch eine weitere Episode haben wollt und ich weiß, ihr wollt sie haben, also lasst ein Like da, Leute, damit ich weiß, ihr wollt die nächste Folge. Und drückt den Abo-Button. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.